Ja, hallo, moin moin. Wir haben die Themenwoche Landwirtschaft und wir befinden uns heute auf dem Familienbetrieb Gregersen in Schwackendorf und ich freue mich, dass ich heute hier zu Gast sein darf. Liebe Agnes Gregersen, herzlich willkommen oder du musst ja viel mehr sagen. Also ich freue mich, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Du bist Studierte. Landwirtin und ich habe zu meiner Rechten Jan-Hinnerk Alberti, Agraringenieur bei der Agrarberatung Nord. Auch dir ein ganz herzliches Dankeschön, dass du mir heute zur Verfügung stehst, um Rede und Antwort zum Thema Landwirtschaft zu stehen. Und ich starte mal mit der ersten Frage an euch beide. Welche Rolle spielt die konventionelle Landwirtschaft zukünftig im Verhältnis zur ökologischen oder zur oder eben umgekehrt? Wie bewertet ihr die Situation? Agnes? Also ich bin der Meinung, dass beide Wirtschaftsweisen ihre Berechtigung haben, sowohl die konventionelle als auch die ökologische. Denn letztendlich ist das ja kein Schwarz-Weiß-Denken und das eine ist gut und das andere ist schlecht. Wir können beide Wirtschaftsweisen voneinander lernen. Letztendlich ist es ja auch wichtig, dass wir ressourcenschonend arbeiten und nicht einfach, also auch halt ordentlich mit unseren Ressourcen wie Boden, den Tieren umgehen. Und deswegen finde ich, ist das wichtig, dass wir nicht sagen, wir wollen nur das eine oder das andere, sondern beide haben ihre Berechtigung. Gut, ich drehe mich mal zu meiner Rechten. Ja, ich denke, das hat Agnes sehr gut zusammengefasst. Ich denke, genauso wie du, Agnes, beide Wirtschaftsweisen haben ihre Berechtigung. In einer vielfältigen Gesellschaft mit ganz unterschiedlichen Konsumen, Gewohnheiten der Menschen gibt es natürlich auch eine vielfältige Landwirtschaft. Und gemeinsam stehen alle Produktionsrichtungen vor großen Herausforderungen in der Begegnung zum Beispiel des Klimawandels oder anderen Fragestellungen. Ja. Vielen Dank. Agnes, ich würde mich mal nochmal in deine Richtung, was bedeutet Ernährungssicherung, welchen Stellenwert hat die Ernährungssicherung in der Zukunft jetzt auch mal ins Verhältnis gesetzt zum Bereich Natur- und Umweltschutz? Letztendlich finde ich, ist die Ernährungssicherung immer noch sehr wichtig hier bei uns. Aber wir dürfen auch die anderen Bereiche nicht aus dem Auge verlieren. Denn also unseren Betrieb zum Beispiel gibt es seit 300 Jahren. Ich bin die 10. Generation und ich möchte auch, dass nächste nachfolgende Generation hier noch weiter wirtschaften können. Von daher ist es auch wichtig, auf die Umwelt und den Klimaschutz mit zu achten. Wir waren gerade neulich auf dem Feld und haben eine ganze Schar Kiebitze gesehen. Und das ist immer was uns persönlich auch total freut. Und in gewissen Bereichen arbeiten wir mit anderen zusammen, zum Beispiel mit den Jägern, um die Kitze vor der Maat zu retten. Und das sind so tolle Projekte, die wir schon angeschoben haben. Von daher sehe ich halt, also müssen wir auch alle drei Bereiche bedenken. Vielen Dank. Jan-Hinnerk, das Thema Massentierhaltung oder industrielle Landwirtschaft. Wenn ich im Bundestag zu tun habe mit Schülerinnen und Schülern, dann fällt auch immer dieser Begriff Massentierhaltung. Sag ich immer, definiere Massentierhaltung. Was ist denn Massentierhaltung? Also es kommt ja auch immer darauf an, wie ich Tiere halte. Ich kann auch 5 Tiere oder 5 Schweine schlecht halten. Wie bewertest du das Thema Massentierhaltung und industrielle Landwirtschaft? Genau. Ich denke, das sind zwei Begriffe, die zeigen ganz deutlich, dass es halt in der Landwirtschaft wie auch in anderen Bereichen Themen gibt, die auch polarisieren. Industrialisierung, wenn man den Begriff sich mal genauer überlegt, ist ja eigentlich ein Wort für einen tiefgreifenden Wandel, wie wir leben in unserer Gesellschaft. Im 19. Jahrhundert wurden durch die Industrialisierung in vielen Berufsbereichen Menschen befreit von unglaublich harter Handarbeit. Ich glaube, es gibt heute nur noch wenige Menschen, die sich wirklich genau vorstellen können, wie hart es sein kann, einem Stück Land, Getreide oder einem Tier eben ein Lebensmittel abzuringen. Und da sollten wir auch die Chancen der Industrialisierung auf jeden Fall sehen. Der Begriff Massentierhaltung zeigt aber auch, dass natürlich solche tiefgreifenden Veränderungen auch negative Folgen haben können. Und überall da, wo das Wohl von Tieren oder Fragen von Umwelt- und Naturschutz wirtschaftlichen Überlegungen untergeordnet werden, da ist der Begriff als Anklage wahrscheinlich ernst zu nehmen. Ja. Okay, vielen Dank. Eine weitere Frage in deine Richtung, das Thema ASP, also afrikanische Schweinepest.
Es hat ja 2 Fälle im Bereich der Hausschweine, glaube ich, in Schleswig-Holstein gegeben. Sind wir als Schleswig-Holsteiner gut vorbereitet auf die ASP oder was muss besser gemacht werden oder wo gibt es Kritik aus deiner Sicht? Ich bin als landwirtschaftlicher Berater schwerpunktmäßig für Milchviehbetriebe unterwegs. Aber wenn ich die Diskussionen in der Landwirtschaft über das Thema ASP zurzeit in Schleswig-Holstein verfolge, dann denke ich, dass wirklich akut die Schweinehalter bei uns im Land noch nicht bedroht sind. Ich denke, wenn wir dazu jetzt Schweinehalter hier heute am Tisch hätten oder in der Runde hätten, dann sind es vielleicht 2, 3 Punkte, die diesen Leuten sehr wichtig wären. Zum einen, dass wir uns überlegen, ob wir wirklich genug tun, um das Einschleppen von solchen Seuchen über die Grenzen wirklich zu unterbinden. Am größten ist die Gefahr ja derzeit an der polnischen Grenze, also in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg insbesondere. Und ich könnte mir vorstellen, dass da alle Bundesländer gemeinsam sich überlegen sollten, was können wir eigentlich tun, um da wirklich einen Eintrag zu unterbinden. Sei es zum Beispiel durch die Einrichtung von Zonen, in denen man ganz konsequent auch die Wildschweinpopulation sich anguckt. Und im zweiten Schritt sicherlich wichtig ist auch die Frage der Vermarktung für Schweinebetriebe. Drittländer, die ja auch teilweise unser Schweinefleisch einkaufen, Schweineprodukte einkaufen, sehen jetzt Deutschland als ASP-Gebiet an. Und vielleicht können wir das hinbekommen, dass Leute wie du sich dafür mit einsetzen, ein bisschen differenzierter hinzugucken. Deutschland ist ein relativ großes Land innerhalb der EU. Und wir sollten es nicht einfach hinnehmen, dass Landwirte aus Regionen, die von ASP derzeit nicht betroffen sind, Vermarktungsnachteile erdulden müssen. Mhm. Ja. Vielen Dank. Agnes, das Thema Tierwohl. Also ich habe das Gefühl, die fühlen sich alle ganz schön wohl hier, obwohl wir hier im Stall sitzen. Wie müsste aus deiner Sicht das Thema Tierwohl ausgestaltet sein? Also es gibt ja verschiedene Initiativen im Moment. Als Politikerin habe ich das Gefühl, die Politik hat noch nicht den richtigen Weg gefunden. Also was muss Politik machen, um das Thema Tierwohl zufriedenstellend für die Landwirtschaft auf den Weg zu bringen? Also ich finde, dass die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil letztendlich ist jeder landwirtschaftliche Betrieb unterschiedlich. Und ich habe schon viele Betriebe kennengelernt und die sind alle, dass sie ordentlich mit ihren Tieren umgegangen sind. Und ja, von daher finde ich, ist das eigentlich wichtig, dass man nicht pauschal einen Weg geht und sagt, diesen müssen wir jetzt nehmen. Denn wir können ja auf unterschiedliche Art und Weise das Tierwohl umsetzen. Und mir ist halt persönlich auch wichtig, dass wenn wir Tierwohl mehr umsetzen sollen, ich kann es halt gerne machen, aber auch nicht zum Nulltarif. Zum Teil mache ich ja auch schon viel. Aber das sind halt so gewisse Dinge. Wir müssen zum Teil dann auch Dinge umbauen und verändern. Und gerade wenn ich so also bei uns würde ich behaupten, können wir mit wenig schon viel erreichen. Aber wenn ich an andere Betriebszweige denke, so wie in der Schweinehaltung, da muss wirklich auch viel Geld in die Hand genommen werden, um diese Tierhaltung zukunftsfähig aufzustellen. Und das ist natürlich, da brauchen wir von der Politik dann klare Signale. Wenn ich das jetzt hier alles mache und mehr Tierwohl mache, ich möchte dann nicht, dass nachher, weil ich mehr Kosten habe, die Lebensmittel aus dem Ausland kommen, weil sie dort um einiges billiger wären und dort das nicht machen. Und da möchte ich eigentlich auch klare Signale von der Politik haben, dass sie sagen, wir unterstützen euch auf dem Weg. Okay. Das nehme ich so auf. Das habe ich auch woanders schon so zur Kenntnis genommen. Vielen Dank nochmal dafür, Jan Hinnerk. Das Thema Digitalisierung auf dem Feld hat ja auch schon Einzug gehalten. Also wenn ich an Technik denke, GPS-Steuerung, das was an Technik auf so einem Schlepper vorhanden ist. Wie sieht es denn da für die Zukunft aus? Ja, ich denke, wir haben eben schon über Industrialisierung gesprochen. Die Industrialisierung hat ja zu einem erheblichen betrieblichen Wachstum der Landwirtschaft auch geführt. Die Betriebsstrukturen heute sind ganz anders als vor 100 Jahren. Und was heute uns eben viel stärker beschäftigt als die Industrialisierung, die ist ja weitgehend abgeschlossen, ist eben die Digitalisierung. Und auch da ist es aber wieder so, zum einen
ermöglicht uns die Digitalisierung ein betriebliches Wachstum, noch effektiver zu werden, noch mehr Arbeitseffizienz auch zu erreichen, die Arbeitsbelastung in den Betrieben weiter zu senken. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch ein weiteres betriebliches Wachstum, um technologische Fortschritte in Betriebe einbauen zu können. Denn die Investitionen, die damit verbunden sind und die organisatorischen Herausforderungen, die kann nicht ein kleiner Betrieb alleine bewältigen. Insofern spielt da vieles zusammen. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht eine bestimmte Betriebsgröße oder eine bestimmte Betriebsstruktur festzementieren, weil das Leben geht weiter. Und wenn, so wie sich unsere Welt verändert, werden sich auch die Betriebe verändern. Ja. Vielen Dank. Ja, vielleicht eine Abschlussfrage an euch beide, also für dich ganz speziell, weil es dein Betrieb ist. Was muss Politik machen, damit Landwirtschaft weiterhin Spaß macht, damit auch junge Leute weiterhin ein Interesse an Landwirtschaft haben und die Betriebe gerne auch fortführen möchten? Und wie sieht es aus deiner Sicht aus, aus der Sicht des Beraters? Was muss da passieren? Also ich wünsche mir, dass der Betrieb hier auch noch ganz lange Bestand hat und du bist ja nun die Nachfolgerin hier. Aber was braucht ihr noch? Was gibst du mir mit auf den Weg? Bestimmt ganz viel. Ja, das passt gar nicht in das Format. Aber ja, genau. Es gibt so viele Dinge, wo ich ab und zu mit mir selbst hadere. Die Auflagen werden immer höher und ab und zu komme ich mir selbst vor, als wenn ich von der Politik die Dinge so vorgeworfen bekommen und ich selbst die jetzt umsetzen muss. Und ich will nicht sagen, dass auch alles immer schlecht ist, aber es ist halt, die Arbeitsbelastung steigt dadurch einfach, der Druck. Wir müssen immer mehr Auflagen erfüllen, wir müssen einfach alles schaffen, wie jetzt, ich weiß nicht, Glyphosatverbot, wo wir auch wieder einfach bei Campaigning sind. Ich habe gerade heute in der Zeitung gelesen, dass aus Versehen das mit der Kälberhaltungsverordnung durchgewunken wurde, wo ich so denke, wie kann sowas aus Versehen durchgewunken werden? Letztendlich, und das ist für mich nicht zu Ende gedacht. Also ich würde mir das wünschen, dass viele Dinge einfach ein bisschen weiter gesehen werden und in ihrer Komplexität kriegt man sie nicht zu fassen. Aber ab und zu sind mir gewisse politische Entscheidungen zu kurz gedacht. Ja, das ist sicherlich eine große Baustelle, wenn du uns jetzt fragst, was wir dir mitgeben können. Wir können bestimmt noch eine halbe Stunde und länger genau darüber sprechen. Was ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, wir hatten das, ich komme nochmal zurück auf die Industrialisierung. Für den Rest der Gesellschaft außerhalb der Landwirtschaft hat sich dadurch ja erst die Möglichkeit ergeben, im Grunde sich weiterzuentwickeln, andere Berufe zu ergreifen. Der ganze Dienstleistungssektor wäre gar nicht entstanden, wenn nicht so viele Leute aus der Landwirtschaft als Arbeiter freigesetzt worden wären. Und heute geben wir, glaube ich, nur noch einen verschwindend kleinen Anteil unseres Geldes für Lebensmittel aus. Versucht bitte dafür zu sorgen, dass in der Bevölkerung, auch wenn es um immer weniger Geld und immer weniger Lebensinhalt für viele Menschen geht, das Wertschätzung bleibt für die Arbeit von Landwirten. Sowohl emotional oder inhaltlich, aber auch über das Geld, was Leute wie Agnes brauchen, um ihre Betriebe so weiterzuentwickeln, dass sie auch so wirtschaften kann, wie ein Großteil der Gesellschaft sich das wünscht. In diesem Sinne, also ja, Wertschätzung und Dankbarkeit für ein Stück Brot oder Lebensmittel auf dem Teller, das würde uns allen gut tun. Ja. Ja, euch beiden ganz herzlichen Dank für das Interview. Wir könnten bestimmt noch lange darüber reden. Also ihr habt mich an eurer Seite. Ich bin zwar Innenpolitikerin, aber ich bin ja mit der Landwirtschaft stark verwurzelt. Dadurch, dass wir ein Viehhandelsunternehmen zu Hause haben. Ich weiß um die Sorgen und Nöte. Ich kenne das. Mein Mann hält mir auch solche Dinge immer vor. Und ich weiß ja nicht, inwieweit ich im nächsten Bundestag, also ich gehe mal davon aus, dass ich da vertreten bin, aber in welchem Bereich ich dann weiter tätig sein darf, das entscheidet sich dann. Aber das Thema Wertschätzung für die Landwirtschaft, glaube ich, ist ein ganz entscheidendes. Also auch, ich sage dann häufiger mal, Moral hält für viele Bürgerinnen und Bürger auch an der Theke auf. So, und ich muss eben auch für ein gutes Stück Fleisch auch entsprechendes Geld ausgeben und auch der Landwirtschaft entsprechend Wertschätzung entgegenbringen. Genau. Das ist wichtig. Also, ihr habt mich da an eurer Seite. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg. Ihr natürlich auch als Berater. Sonst
Du brauchst die Landwirtschaft, um weiter existieren zu können. Auch euch weiterhin viel Erfolg und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank noch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.